Dominik, Glückwunsch zum Sieg, zum recht deutlichen Sieg dann zum Schluss. Ihr habt euch im ersten Drittel auf jeden Fall sehr schwer getan, oder? Ja, genau, wie du schon sagst. Wir haben uns schwer getan. Wir waren ein bisschen, wahrscheinlich überfordert im positiven Sinne. Das war jetzt das erste Spiel, wo wir die meiste Zeit die Scheibe hatten. Das hatten wir jetzt die ganzen Vorbereitungsspiele nicht. Und da haben wir uns schwer getan. Aber dann im zweiten Drittel, wo die Tore gefallen sind, war es natürlich einfacher. Aber ja, wir nehmen natürlich den Sieg gerne mit. So ein bisschen den Dosenöffner, die zwei Tore dann. Ja, genau, auf jeden Fall. Hätten wir im ersten Drittel schon ein Tor geschossen, wäre das Spiel auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen einfacher geworden. So bist du schon am ersten Drittel, haderst du mit dir selbst ein bisschen. Aber es ist gut, dass wir unserer Linie treu geblieben sind und die Tore fallen dann irgendwann hoffentlich von alleine und das ist heute dann passiert. Was glaubt ihr, was liegt euch mehr, das Spiel defensiv und abwarten oder doch so wie heute dann in den letzten beiden Dritteln? Ja, grundsätzlich glaube ich, haben wir schon die Qualität in der Mannschaft, dass wir das Spiel führen wollen, also so wie heute. Es wird mit Sicherheit nicht immer so passieren. Es gibt auch Gegner, die einfach aggressiver spielen, aggressiver vorchecken, aber normalerweise wollen wir die Scheibe haben und offensiv spielen. Nimm uns mal mit, wie läuft so eine Spielvorbereitung ab? Jetzt in einer neuen Liga, man kennt die Gegner nicht, man kennt vielleicht einzelne Spieler, aber dann lässt es doch relativ schnell nach, auch in den Medien oder im Video sich nicht so viel zu bekommen wie in der DL natürlich. Ja gut, Spielvorbereitung war jetzt das zweite Spiel, das heißt Regensburg hatte ja auch schon ein Spiel. Davon nimmt man natürlich das Videomaterial und dann bereitet man sich ganz normal vor. Jetzt die nächsten Gegner, die kommen, die haben alle schon Spiele gemacht, da wird Video geschaut und am Ende ist es Eishockey und das hat keiner verlernt, auch eine Liga drunter. Und das habt ihr heute zum Heimauftakt ja wirklich schon mal gut gemacht. Vielen Dank. Genau, also wir sind natürlich mega zufrieden mit zwei Siegen. 5 Punkte, damit können wir gut leben. In Nauheim war echt schwer. Deswegen sind wir sehr zufrieden und jetzt können wir erstmal tief durchatmen und dann weiter so machen beim nächsten Wochenende. Alles klar, dann viel Erfolg dabei. Ja? Danke.